Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Deluxe Online. Wir fahren heute im Animal Crossing Dorf mit 150 Kubik. Und es ist Weihnachtsstimmung. Schön. Sehr, sehr schön. Das entscheidet sich im Random. Im Zeitfahren kann man mit bestimmten Tastenkombinationen sogar die Jahreszeit beeinflussen bei der Map-Auswahl. Na gut, mal schauen, was wir reißen können. Und in der Folge der letzten Folge werden wir, glaube ich, nicht anknüpfen können, denn da waren lauter Noobs drin, weshalb ich dann ausgesehen habe, als könnte ich total gut Mario Kart spielen. Danke fürs Item wegnehmen auf jeden Fall. Das war schon mal sehr nett von euch. Und wieso bist du dämlich? Ich fand es mal Mii mit dem Splatoon Suit. Oder wie oft im deutschsprachigen Raum als Suit genannt wird, obwohl da eindeutig ein I drin ist, aber okay. Danke, dass ihr die Schneemänner wegräumt, die stehen sowieso im Weg. So, ich glaube, den Pilz habe ich jetzt verschwendet. Aber weil ich merke, dass so Mario Kart Folgen, wenn es mit den Folgen online sind ja noch spannend, aber so Mario Kart Folgen sind ja eigentlich... Oh mein Gott, was mache ich? Er boostet mich von Streckenrand zu... Ja. Und so schnell ist man dann auch letzter. Da sage ich eine Sekunde lang, ich möchte über was reden. Komm, gib ihm letzter Platz dafür jetzt. Königspilz. Schön um die Ecke. Schön noch ein Item. Komm, was kriege ich? Die Fantastic Eight. Oh Gott, nein, keine Bombe. Meinem geschickt habe ich doch die selbst. Komm, da auch gestorben. Gestorben. Drei Pilze sind noch übrig geblieben. Mit denen ich mich wieder mal verdriftet habe. Das passiert ziemlich häufig. Dass man kurz vorm Drift den Analogstick wegbewegt und dann auf einmal auf Platz Guatemala ist. Nice Stern. Dankeschön. Das werden meine Teammates allerdings nicht als so geil empfinden. Denn jetzt bin ich Dritter. In der dritten Runde. Dank Item. Das mir auch noch geklaut wurde. Aber ich glaube, mit dem dritten Platz kann man schon... Was? Also wenn das jetzt keine Verarsche war, dann weiß ich auch nicht. Warum haut es ein scheiß Panzer noch hinten? Wie unnötig, was habe ich dir getan? Und wir machen weiter auf der Donut-Ebene 3 vom SNES mit 150 Kubik. Und ich bin auch immer leicht triggert von gerade eben, aber egal. Fahren wir einfach. Okay, der hat einfach komplett verkackt. Aber das kann mir ja egal sein. Im Online-Modus ist sowieso immer gefühlt richtig viel los. Oh mein Gott, die Kurve habe ich noch. Dass ich die Kurve noch da zart habe, ist schon sehr, sehr eigenartig. Aber gut. Ich werde mich sicher nicht. Ich dachte, das ist ein U-Turn. Ich bin die Strecke schon lange nicht mehr gefahren. Ich habe echt schon ewig nichts mehr gespielt, außer Splatoon. Splatoon habe ich wirklich schon stundenlang gespielt. Ich habe kein neues Spiel, glaube ich, schon so kurz nach dem Release. Ich glaube, ich hatte nach zwei Wochen, nein, nicht mal, in der ersten Woche nach dem Release schon 24 Stunden oder 25, glaube ich. Ist schon ein sehr packendes Spiel, aber worüber ich reden wollte auf meinem fast letzten Platz, jetzt letzten Platz. Ja, klar, ihr bekommt einen Stern, ich bekomme nicht mal irgendwas, das ist sehr, sehr nett. Achso, wir sind sogar zu 12. Und ich fahre tatsächlich gerade furchtbar. Wurde euch das hier auch besser angestellt? Auf dem 10. Platz gibt es aber Punkteabzüge, die ja nicht unbedingt sein müssen. Booste mich. Gib mir einen Stern. Fahr darauf. So, danke. Scheiß Banane muss weg. Da driften wir rüber. Ging sich auch genau aus. Scheiß Blitz. Worüber ich reden wollte, über die Nintendo Switch ist... Ich habe noch nach Osten gelenkt und der Booster. Wurscht. Es gibt ja viele, die sich beschweren, die Switch hat zu wenig Speicher. Sehe ich nicht so. Und warum das ist, das kann ich auch gerne erklären. Und zwar muss man da eine Sache unterscheiden. Klar, Microsoft mit der Xbox One X oder S oder Sony mit der PlayStation 4 oder PlayStation 4 Pro, klar, die verbauen 1 TB oder sogar 2 TB. Aber warum verbauen sie so viel? Weil sie es brauchen. Dann schauen wir uns mal kurz das Konzept an. Die Xbox und die PlayStation sind ganz klar PCs.
das sind keine Konsolen. Auch wenn es im Gehäuse einer Konsole sind, es sind PCs. Und darüber reden wir weiter, wenn die nächste Runde beginnt. Und weil es ja so schön ist, online Babypark zu fahren, vor allem in so einer überhaupt leichten Runde. Wieso hat der eine eigentlich... Nein, habe ich verliebt. 13.000 Punkte. Ich dachte, das hört bei 9.000 auf. Aber egal, wir fahren auch noch dazu Spiegel. Aber jetzt kann ich auch weiterreden. Und zwar, das sind PCs. Wenn wir uns das anschauen, da werkeln AMD Jaguar-Prozessoren drinnen, was eindeutig PC-Komponenten sind. Klar, sie werden dort auf der Platine verbaut. Sie sind noch nicht einfach so zusammenzubauen wie ein PC. Aber es sind grundsätzlich PC-Komponenten. Das merkt man auch, wenn man Disks einlegt. Ich meine, was passiert, wenn ihr auf einem PC ein Spiel kauft? Das Ganze wird installiert mit einem Produkt-Key. Braucht ihr danach die Disks noch? Nein! Weil ihr eben diesen Produkt-Key habt, den ihr eingeben müsst. Was ist jetzt der Unterschied zu einer Playstation? Was passiert mit einem Spiel, wenn ihr es einlegt? Die Konsole wird anfangen, das Ganze zu installieren und noch 1000 Updates aus dem Internet zu ziehen. Aber jetzt sagt ihr bestimmt, ich muss doch trotzdem jedes Mal die CD rein. Ja, das stimmt schon. Und ich bin mir sicher, es werden noch immer Daten aus der CD bleiben. Aber grundsätzlich zählt die CD nur noch als Produkt-Key quasi. Die CD ist eigentlich mehr oder weniger fast nur noch der Produkt-Key. Was haben wir bei einer Switch oder bei den alten PlayStation-Konsolen? Wenn ihr jetzt mal die erste PlayStation anschaut. Das waren Konsolen. Wobei die alte PlayStation weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube aber schon. Bei einer Konsole, das ist eigene Technik. Das sehen wir auch bei der Switch, da werkelt kein Intel Core irgendwas drin. Da werkelt ein von Nvidia eigens entwickelter mobiler Prozessor. Der ist für Tablets eben und eben für die Switch gedacht. Hier werden Spiele reingetan, in dem Fall eben in Form von Cartridges. Also von Speicherkarten. Genauso wie SSD-Karten sind, nur in einer anderen Form. Und dann startet das direkt, da gibt es keine Ladevorgänge. Weiter geht's auf der Yoshi-Piste vom GameCube, warum auch immer, obwohl es gab die Zelda-Strecke zur Auswahl, die tausendmal so geil ist, aber egal. Wo war ich stehen geblieben? Genau, richtig. Es sind einfach PCs. Weil bei der Switch, ich gebe das Spiel rein und das Spiel läuft von der Cartridge. Was passiert, wenn ihr eine CD reingebt? Es werden Spiele installiert. Das merkt ihr auch bei den Ladezeiten. Von einer CD, da kann nicht einfach mal aktiv gelesen werden, um eine Full-HD-Grafik daraus zu ziehen. Das funktioniert nicht. Ich meine, klar, es wird gerendert, aber der braucht natürlich auch Daten, was er rendern soll. Und die da raus zu... Ja, Dummheit wird bestraft. Und das merkt ihr auch, diese Ladevorgänge, da wird das Ganze einfach von der Disk vorübergehend in den Arbeitsspeicher geladen. Das sind Ladevorgänge, nichts anderes. Und warum die deshalb so viel Speicherplatz brauchen, ist ganz einfach. Ein Spiel, was ein PC installiert, ist am PC drauf und im Fall von GTA sind das dann sogar 70 GB mittlerweile mit den ganzen Updates. Und was habt ihr auf der Switch? Schaut euch mal an, wie viel ein Spiel da belegt. Oder auf dem Video, schaut euch das mal an. Wie wenig ein Spiel belegt, ein paar MB. Wo kam die Banane auf einmal her? Mehr nicht, Zelda verbraucht weniger. Ich glaube, Zelda ist das größte Spiel, was ich habe. Das braucht nur samt beiden neuen DLCs 700 MB. Und wieso fällt er da die ganze Zeit runter? Und wieso mache ich so eine Scheiße? Und darum haben die anderen Konsolen auch so viel Speicherplatz. Weil die es einfach brauchen, weil einfach die Spiele darauf installiert werden. Geht mal in die Datenverwaltung, falls ihr so eine Konsole habt. Wieso fahre ich da jetzt eigentlich drüber? Weil es immer noch schneller ist, glaube ich. Ich weiß es nicht. Dann wird wirklich gigabyteweise ganz viel gespeichert. Ich glaube, wir hatten mal eine 500 GB PlayStation 3. Darauf konnte GTA einfach nicht laufen, weil schon so viel Speicher belegt war. Wie kriege ich jetzt ein Kugelvideo? Das ist echt lame. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder in der Kurve rausgeworfen. Nein, fast. Ja, komm, fetz mich ab. Ach nee, doch nicht. Da hat jemand den gleichen Fehler gemacht wie ich. Gut, dass ich keine Abkürzung genommen habe, wo ich den Pilz gebraucht hätte. Oh Gott, wie dämlich. Und deshalb sieht man eben, 32 GB, ja, sind lächerlich wenig. Bin ich auch der Meinung, klingt auch lächerlich wenig. Aber wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, es reicht. Es reicht erstaunlicherweise aus. Oh, what the fuck, ein Blitz. Schön, dass du mir alle Münzen wegschnappst, kein Ding. Aber man muss das auch in ganz klein zwei Kategorien unterteilen. Ja, komm, gönn dir. Holt ihr euch die Spiele alle physisch und die brauchen alle so ein paar MB.
32 GB mehr als ausreichend. Werdet ihr nie brauchen, wenn ihr nicht 100 Spiele habt. Wenn wir uns die ganze Sache mal andersrum ansehen mit Downloads, dann sieht es schon anders aus. Und diesmal wurde sogar meine Strecke ausgewählt, die Scheigei Wasserfälle mit 150 Kubik. Ich habe das Gefühl, ich bin umzingelt von Spaniern. Aber back to the Thema. Um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen. Klar, die Switch hat, klingt nach lächerlich wenig, aber es reicht einfach, weil eben andere Konsolen, die brauchen diesen Speicher auch, weil sie eben wirklich gigabyteweise Sachen drauf installieren bei jedem Spiel. Und das, ja klar, das läppert sich irgendwann und dann braucht man auch irgendwann einen Terabyte dafür. Bei der Switch braucht man es eben nicht, wenn man auf physische Datenträger zurückgreift. Wie gesagt, für Leute, die alles physisch kaufen, die werden, ich glaube nicht, dass die irgendwann eine SD-Karte braucht. Ich meine, ich sag mal so, 20 Spiele oder sagen wir 25 Spiele wird das Teil locker packen. Wenn ihr nicht 10 Trilliarden Foot. Sogar, ihr könnt sogar noch Screenshots machen und alles. Das wird die Konsole locker packen. Das ist, wird überhaupt kein Problem. Wenn ihr aber ein Typ seid, der sagt, ich will das nicht, dass ich ständig Karten tauschen muss, ich habe das lieber softwaretechnisch alles auf der Switch gespeichert, fick dich. Dann seid ihr auf jeden Fall auf Festplatten oder SD-Karten angewiesen. Wobei ich bei der Switch definitiv von Festplatten abrate, weil ihr sie im On-the-Go nutzen wollt. Und was nützt es euch, wenn ihr dann sagen wir, wenn ihr wirklich Spiele drauf haben wollt, wie viel werden da drauf passen, das Download-Code? Maximal 3? Oder wenn es wirklich große Spiele sind, dann wahrscheinlich sogar nur 2? Also das muss man schon sagen. 2 Spiele, mehr werdet ihr nicht wirklich, zwei wirklich geile und auch dateimäßig große Spiele. Ich glaube Zelda würde nur 2,5 Mal oder so auf die Konsole passen, nicht mal gescheit. Klar, dann braucht ihr auf jeden Fall eine SD-Karte, weil sonst habt ihr ein Spiel auf der Festplatte zu Hause und das ist natürlich, wenn ihr im Zug sitzt oder gerade im Flugzeug, ist das natürlich äußerst hilfreich. Nicht. Deshalb, Kurzfassung, 32 GB sind ausreichend, wenn ihr physisch auf die physischen Fassungen zurückgreift. Wenn ihr jetzt die Download-Variante wählt, dann eindeutig nicht. Wobei, ich muss sagen, ich bin trotzdem froh, denn ich habe lieber 32 GB Flash-Speicher. Also Speicher auf SSD-Niveau, der ordentlich durchschiebt. Ich weiß nicht, ob es genaue Zahlen gibt dazu, wie schnell der ist. Als eine 1 TB HDD, was ich sowieso eine Frechheit finde. Die verkaufen diese Konsolen für mehrere hunderte Euro. Ich meine, wie viel hat die PS4 gekostet? 400-500 Euro? Wie schon neu war. Bewerben es immer als so mega leistungsstark. Ist da nicht mal ein SSD drin? Das ist in 2017 echt eine Frechheit. Was? Ich war zu langsam? Gut, wirklich. Reden nie wieder über irgendein Thema in Mario Kart 8 Deluxe, denn das führt nur zu... Richtig, dass ich ausscheide. Und deshalb lassen wir das jetzt lieber, bevor mir noch einmal so ein Müll passiert. Arrivederci, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, Shopping und Social Media Kram vorbei. Und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.